Moin Moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe und ja, willkommen zurück bei Grounded. Mit mir spielt auch irgendwo die Mathilde. Hallöchen. Ich musste nochmal runter, weil Wasser knapp wurde. Mathilde und ich haben hier gerade ein bisschen aufgetankt und ich gehe jetzt nochmal zum Brunnen zurück. Und ich kämpfe mich hier gerade durch den Klee bei den ganzen Larven lang, auf die ich aber gerade ehrlich gesagt keinen Bock habe. Gegen die Larven zu kämpfen, finde ich auch umätzend. Ja, ich habe einfach gerade keinen Bock drauf. Wir hätten echt uns mal die Zeit aufschreiben müssen, wenn dieser scheiß Vogel immer kommt. Guck mal, gerade mein Burgle-Adapter ist hier gerade angesprungen. Vielleicht finde ich ja einen Burgle-Chip hier in der Nähe. Oh. Nein, jetzt ist er wieder aus. Oh, den muss ich bald essen. Jetzt habe ich schon mal zwei Balken. Chewy, but not bad. Ah, jetzt wird es wieder weniger. Hier wird es wieder wärmer. Hier wird es wieder weniger. Da ist eine Stinkwanze. Theoretisch habe ich meine Stinkwanzenmaske dabei. Setze ich die schon mal auf. Eigentlich habe ich keinen Bock jetzt mit der Stinkwanze. Ach, da oben ist. Ich habe es entdeckt und direkt davor ist diese verkackte Stinkwanze. Oh, das sind sogar 3, 4 Stinkwanzen. Seid nett, ich tue euch nichts. Kommst du nicht dran vorbei, oder? Nee. Die sind direkt bei der Forschungsstation. Also wirklich direkt bei der Forschungsstation. Das müssten wir zusammen machen. Alleine kämpfe ich nicht gegen 3, 4 Stinkwanzen. Na gut, dann komme ich nochmal. Wo bist du denn? Du bist nicht weit weg, ne? Ach so. Jetzt kommst du da hin, okay. Ja, der Vogel ist noch nicht da. Ehrlich gesagt, finde ich es auch langweilig, da zu warten, aber ich will den Vogel haben. Ja, ich muss mich jetzt erstmal hier um nervige Milben kümmern. Ah, die sind nicht schlimm. Deswegen, ja, aber wenn ich nebenbei gerade mit Wanzen kämpfe, können die schon sehr störend sein. So. Bleib stehen. Dann du. Weevil-Fleisch. Yes. Ich liebe das mit dem Speer. Wo bist du denn jetzt? Da. Ih, da krabbeln ja Kackviecher im Wasser. Eine Ameise und so eine Marienkäferlarve. Im Wasser. Sie laufen auf dem Wasser oder so. Ich gucke gerade, ob ich hier einen guten Ort finde, von wo man die Stinkwanzen angreifen kann. Auf dem Hügel kann man hochlaufen, von daher nicht so ganz optimal. Aber man könnte es trotzdem versuchen von hier aus. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht... Ja, hier auf dem Hügel. Links ist der Feind und wir gehen rechts auf die Anhöhe. Genau. Hallo. Hi. Attacke? Ja, von mir aus gern. Baumwanze ist keine Stinkwanze. Egal, sie stinkt, also ist es für mich ein Stinkwanze. Stimmt, die macht ja diese stickige Luft, ne? Genau, so, das war schon mal die erste. Ich hol mal die zweite ran. Thank you.
das sind auf jeden Fall noch zwei weitere. Ja. Mutationsentdeckt. Heckenschütze. Cool. Heckenschütze. Du fokussierst dich mit tödlicher Präzision auf deinem Ziel und verursachst erhöhten Schaden. Will ich haben. Kann ich einfach wegnehmen. Raucherlunge. Naturkunde. Ich will Heckenschütze weiter ausbauen. So, da war es nur noch eine. Kommt. Ich müsste mir meine Mutation auch nochmal anschauen. Ja, ich finde die finde ich auf jeden Fall motivierend. So. Solche Sachen. Okay. Klaus, die ganzen Pfeile. Es waren auch viele Pfeile von mir. Papple papp. Okay. Nehme ich mir halt nur die Baumpflanzen. Toll, sind ja Pfeile im Boden drinne. Die lässt du mir übrig. Alter. 5 Pfeile, die ich nicht rankomme. Oh, 6. Schon wieder so eine nervige Milbe hier. Hey, das sind meine. Moment mal, die Wanze habe ich fast alleine abgeschossen. Ach, Papplepapp. Ich hatte über 60 Schuss und jetzt habe ich nur noch 46. Das kriegt man als Dank, wenn man Mathilde hilft. Hey, nimm die dumme Kassette. Kannst du die dumme Kassette nehmen? Stimmt. Dumme Kassette. Die liegt da links. Klar. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt weiter zum Burgle. Ja, ich versuche nochmal zurückzukommen. Apparatus destroyed, no useful test data, perhaps Dr. Klein was right. Another year's research down the drain, I had felt so sure of it. For my sake, I need success. But nothing is working. Not the gluon, nor the scabby, not even the confounded napkin bags. But what if I revisited an older project? No. No, definitely not. Perhaps? No. Wait, that's it. The shrink machine. Initial explorations had been promising before Hubert put the kibosh on it. I could set it up in the basement. If I showed that it worked, surely they could not argue with results. It's worth a try. What do I have to lose? Ich habe einen Blattlaus getötet. Ja. Hier sind diese scheiß Marienkäferlarven, die sind ja am See. Drecksviecher. Das wären ja nicht weniger. So, mal gucken, ob wir uns die Seilrutsche kaufen können. Achso, es ist immer so irritierend, wenn ich die Geräusche von deinem Burgle höre. Mhm. Wenn du da bei dem Typen bist. Ah, wir könnten auch die Wasserflasche verbessern. Scheiße, ich bin falsch gelaufen, oder? Oh nee, die Seilrutschen kosten 10.000.
Wir haben gerade mal 5600. Oh, sparen. Ja, also was auf jeden Fall interessant wäre, wäre vielleicht der Faserverband-Upgrade. Der Vogel ist ja gar nicht da. Kackvogel. Heinrich? Wo bleibt der Kackvogel? Redest du mit mir? Was? Schilderset Krähe. Kann auch also Dekozoll könnte ich auch kaufen. Nee. Okay. Dann frage ich ihn, ob er Aufgaben hat. Ja. Handwerker Ameisenkeule und Kundschafter Holzbrettklippe. No water filtration tablets needed. Oh, Ameisenkeule herstellen, na, das wird schwer. Oh! Achso, ich dachte, der Holz. Okay. Die Holzbrettklippe. Also, ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Ja, das Holzbrett. Ja, ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Wo drunter eine Spinne ist. Das war doch in der Nähe von der Spinne auf Speed. Welcher? Ja, da, wo wir unsere Falle gebaut haben. Echt das? Das Holzbrett, sicher? Ja. Also wenn man davon ein bisschen weiter weggeht. Oh, stimmt, ja, ich sehe es. Dann gehe ich da auch mal hin, hier ist kein Vogel. Dann treffen wir uns beim Holzbrett. Ja, ich versuche da also die Richtung hinzugehen. Hau ich ab und jetzt kommt bestimmt dieser Scheißvogel. Vielleicht kommt er auch nur mittags, nachmittags, ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt auch gar nicht mehr, weil wir da die Möglichkeit haben, hochzukommen. Oh, da ist ein Marienkäfer. Oh, nicht in der Höhle? Nein, draußen. In freier Wildbahn? Ja. Ich versuche gerade eine taktisch kluge Position zu kriegen, dass ich den angreifen kann. Ich glaube, von hier ist das ganz gut. Hey, bleib hier! Feigling! Das ist ein O. Er ist gerade zum Angriff übergegangen. O. Der Arsch heilt sich gerade. Nein, er hat mich gerammt. Scheiße. Oh, oh. Und ich bin auf dem Holzklumpen. Hey, wieso sehe ich nicht die Zeit, die ich noch Zeit habe zum Leben? Der hat dich so dolle angebumst? Ja. Ich knie jetzt hier nieder. Wie viel Zeit hast du noch? Ich sehe sie nicht. Kann da nicht weit sein, oder? Ne, ich bin an der Eiche. Och, an der Eiche? Ich bin jetzt bei deinem Latte. Bei der Holzlatte gewesen. Hm? Tot. Ja, es war klar. Wenn du an der Eiche bist, da komme ich ja nicht hin. Ich dachte, du warst auf dem Weg zur Holzlatte. Ja, und dann habe ich da den Marienkäfer gesehen.
können uns da ja treffen bei der Meiringkäfer. Jetzt muss ich erstmal mein Zeug holen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, irgendwo. Ah! Arschlochkäfer! Ja, die gibt's. Der hat mich erschreckt. Oh, geh doch mal weg, du Grashalm. Oh, ich sehe dann eine Leiche nicht. Aber ich sehe einen Marienkäfer. Ich bin auch etwa 2 Meter entfernt. Noch 1 Meter. Okay. Noch 50 Zentimeter. Ja, hier vorne ist ein Marienkäfer. Achtung, hinter dir ist Marienkäfer. Ja, wenn ich nicht angreife, ist der nett. Okay. Dann komm mal weiter hoch da. So, wo sind meine ganzen Pfeile? Ja, ich bin oben. Hey, du Kackfliege. Lasse fliegen. Ey, ihr Kackfliegen. Ich bin hier oben. Wo bist du denn der Marienkäfer hin? Der ist unter mir. Ah, dann sehe ich ihn. Okay. Dann Feuer frei. Ich ihn sehe. Ja. Hallo, Marienkäfer. Ich sehe ihn auch nicht. Hallo? Denn hin? Ah, jetzt sehe ich ihn. Ah. Mist. Oh, oh. Nicht schon wieder. Ah! Ah! Scheiß Klee. Hat er dich heruntergebumst oder was? Ich stand auf Klee drauf. Und den hat er kaputt gebumst. Mist. Moment mal, hier sind ganz viele Pfeile von mir, ne? Oh, ich hab die. Ich weiß nicht, wo die ganzen Pfeile von vorn hin sind. Ha? Hast du den Marienkäfer dir geschnappt, oder? Nee, aus Versehen, aber ich habe die Teile nicht eingesammelt. Weil ich voll bin. Oh, da ist ein Kopf dabei, warte. Ich hab den Kopf. Ah, oh, Marienkäferbrocken wäre auch nicht schlecht, ne? Die hab ich jetzt, ich habe extra Sachen rausgeworfen. Hab ich auch. Den Klee könnte ich gebrauchen. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Okay. Dann würde ich sagen. Ach, den Klee hast du mitgenommen, ja? Ja. Weil dann können wir nämlich die Falle, die Markierung aufstellen. Ja. So. Oh, wir müssen viel mehr nach Süden. Nee, ich hab's ja auch gerade in 2 Minuten geschafft, hierher zu kommen. Ja, okay. Das war jetzt kein Weg. Laufe ich richtig? Na, du läufst ein bisschen zu sehr westlich, glaube ich. Wo ist denn dieses Scheißbrett? Da. Ameisenkeule herstellen geht ja auch nicht schnell. Das, ja, müsst nur alles zu Hause haben, oder? Ja.
So, da ist das Brett. Ja, aber am besten hinten hoch. Und darunter ist immer eine Spinne. Wenn sie nicht gerade schläft. Ah, die kommt da rechts auf der anderen Seite hoch. Ist auf jeden Fall wach, das Scheißvieh. Wir brauchen nur Klee, den Rest habe ich schon aufgebaut. Ja, die sehen uns, die spüren uns irgendwie, weil wir hier irgendwie drüber sind. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause und bauen die Ameisenkeule, oder? Ja. Ich bin sowieso so unfassbar voll. Ich könnte jetzt sowieso nicht mehr viel sammeln. Ich bin standardmäßig mal voll. Ja, ich weiß. Also jetzt nicht mit Alkohol, ich meine jetzt hier... Ich hab dich schon verstanden. Ich weiß aber nicht, ob unsere Zuschauer dich verstanden. Darum habe ich es nochmal erklärt, also... Warte, ich höre hier was gurren, hier ist irgendwo ein Marienkäfer. Oh. Oder doch eine Taube? Ich höre auch. Nein, ein Marienkäfer da oben. Und der sieht etwas festgebackt aus. Wunderbar, wunderbar. Ich will auf den Pilz. Oder hier auf das Grasding. Wo ist denn hin? Ah, da. Den brüll ich runter. Ich leg ihn. Es ist da. Ich habe zweimal das Scheißblatt getroffen. Fuck, ich komm zu dir. Pfeile fliegen hier runter. Hey! Was? Der Arsch hat sich gerade geheilt. Wie das denn? Der heilt sich ja wirklich! Alter! Mach mal Dauerfeuer. Arschloch! Ich bin weg. Huhuhu. Hat das gebracht? Hat er sich... Scheiße, ich kann gerade nicht mehr schießen. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Hat sich schon wieder gehalten, ein bisschen. Jetzt haben wir ihn. Ja, yeah, sehr schön. Ja, meine Idee war, dass man ihn nochmal vielleicht ausnockt, aber leider. Ja, yeah, ich habe noch einen Marienkäferkopf bekommen. Yeah. Und eine Blattlaus. Da habe ich keinen Platz mehr für, darum freut sie sich gerade. Ich bin voll, ich kann dich nicht töten. Ach komm, du schreist danach. Kann ich dich mitnehmen? Hast du Glück. Ich habe echt super viele Pfeile verschossen. Ja, jetzt bin ich auch fast wieder in dem Bereich, wo ich vorhin war. Ja, nee, ich nicht. Nicht mal ansatzweise. Hier ist noch ein Pfeil, ich bin voll. Ich hatte irgendwie 60 Pfeile, ich habe nur noch 25. Ich hatte 55, jetzt habe ich 60. Hier auf dem Blatt sind noch 1, 2, 3, 4. Hier ist noch ganz viel. Ja, bei dem Marienkäfer, der mich vorhin getötet hat, bei dem sind auf jeden Fall viele Pfeile verschütt gegangen. Ja, da waren ja 5, 6 Pfeile allein ja schon in dem Erdklumpen da drin versackt. Naja. So. Okay, jetzt weiter nach Hause. Nee, warte mal, hier war unsere alte Zwischenbasis. Da gehe ich erstmal was trinken. Oh, stimmt. Bei der Zwischenbasis könnte ich mein Dings auffüllen, mein Trinkgefäß. Ja, ich... Aber das wäre tatsächlich eine Verbesserung, glaube ich, die sinnvoll wäre, dass man die Kantina-Dings... Hier, das finde ich doof. Ich habe 2 Kantina und ich kann die nicht in die Schnellleiste ziehen. Das ist doof. Ich habe eine in der Schnellleiste. Ja, ich schmeiß jetzt mal eine ab. Nein, nicht schöpfen, du solltest trinken.
wollte mich erstmal da von der Limo trinken. Jetzt hat er die echt meterweite weggehauen. So, ist die Trinkflasche noch voll? Ja. So, und jetzt kann ich mal... Ach, ich will gar nichts Gesundes, ich will was Ungesundes. Wo ist denn der Saft? Ja, den habe ich gerade getrunken, aber hier hast du noch 2 Tautropfen. Toll, ich wollte mal was Ungesundes. Hey, nice and clean. Mist, jetzt habe ich keinen Platz mehr für den Speer. Scheiße. Ach komm, hau ich das weg. Nein. Ich schmeiße es raus, damit ich es wieder aufheben kann. So, wo ist mein Speer? Ich sollte heute Nacht, glaube ich, schlafen, damit ich mal voll heile. Ja, du heilst ja nur, wenn du wirklich voll getrunken bist und voll. Ja, ja, ich weiß, aber man heilt eben auch, wenn man einfach mal eine Nacht schläft. Dann schlafe ich auch mal. Wollen wir zusammen schlafen? Oh, ja, zusammen schlafen eigentlich. Ich muss erstmal was aufs Trockengestell hängen. Das Trockengestell ist ja voll. Ja, dann abnehmen und, ne? Beladen. Haben wir schon eine Essenstruhe eigentlich? Ja. Wo ist die? Ach, das ist die hier neben dem Eingang, ne? Ja. Hm? Was denn? Ach. Arschlochkäfer wieder und schon vor der Haustür wieder. Diese Scheiße kommt immer, oder? Ja, der ist nervig. Hm? Salt. Warte, haben wir dir schon Nein. Dings gebaut? Nein. Die gute Axt? Nee, ne? Nein, ich habe noch die schlechte Axt. Weil dafür brauchten wir ja Ameisenköpfe. Und Bombardierkäferpoppen brauchen wir noch. Die packe ich dir in die Ausrüstungstruhe. Jo. Ach so, dann gucke ich noch mal, was ich für die Ameisenkeule brauche. Ameisenbrocken und 2 Ameisenmandibeln. Ha, haben wir noch genug. Und geflochtener Dings natürlich. Also ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle Wanddekos, die es gibt, erstmal an die Wand geballert. Noch nicht fertig gebaut, aber müssten wir alle haben, die wir jetzt aktuell entdeckt haben.
Man könnte noch ein Waffendeko bauen, aber das finde ich doof. Aber ich finde hier sowas wie eine Rüstpuppe, finde ich ganz interessant. Baue ich mal ins Schlafzimmer, damit ich besser schlafen kann. Bewacht mich. Okay. Doch schnell zu bauen. So eine Rüstpuppe. Oh ja. Oh, dann will ich auch eine Rüstpuppe haben. Wenn du eine Rüstpuppe... Wobei, eine Rüstpuppe reicht ja. Was können wir noch bauen, so Antiko-Scheiß? Was können wir noch so ausstopfen? Alles Mögliche. Also haben wir vom Ausstopfen her haben wir nur die Laus und die Milbe. Milbe, was war das hier? Ja doch, ist Milbe. Hier, wo bin ich denn hin? Hä? Was macht denn hier eine Treppe? Weil ich aus irgendeinem Grund die gerade ausgerüstet hatte. Aha, Arschlochkäfer. Ja, von denen, glaube ich, habe ich alle benutzt. Was kommt hier? Larvenstachel? Oh, da ist definitiv noch nicht alles dabei. Marienkäferkopf fehlt zum Beispiel. Doch, auch den habe ich auch. Der ist irgendwie links ganz oben. Ich extra ach doch, da, ja, jetzt sehe ich ihn. Oh, dann hole ich, mache ich den mal fertig, ne? Den Marienkäfer? Gerne. Musst aber nur hochhüpfen, ne? Hupfen. Oh ja. Kommst da nicht hoch. Achso, wir wollten ja gleich noch eine pennen, ne? Ja, machen wir gleich. Alles gut. Bitteschön. Bin ich schon wieder verlaufen. Ja, ich finde, das hat was hier so, wenn das alles ein bisschen durcheinander ist. Vielleicht gibt es ja bei den nächsten Updates noch ein paar mehr Viecher. Ich glaube, der steht falsch rum. Scheiße. Ich habe die Puppe falsch rumgebaut. Egal. So, warte, ich mache jetzt noch den Pilzauswuchs und die Marienkäferlarven. Für den Pilzauswuchs haben wir da was überhaupt schon mal getötet? Ja. Bitteschön. Danke, ich will eh gerade. Oh, guck dir mal die Augen an. Oh. Ups. Das war die falsche Taste. Oh, Hypno. Aber es gab doch noch mehr Pilzviecher, oder? Kann sein, ja. So, ich bringe erstmal das Zeug wieder zurück. So, ach so, ich habe mich gerade gewundert, was hier so komisch knarzt, aber das ist nur das Spinnrad. So, wollen wir eine Runde pennen? Also wir können noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tiere so ausstopfen. Mhm. Ja, okay, lass uns mal eine Runde schlafen. Gehst du hin? Wir haben Betten. Wir haben Betten. Das war meins hier, ne? Ja, meins ist das linke. Und schlafen bis 6 Uhr morgens? Schlafen, ja. Gut, wenn wir schlafen gehen, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir träumen erstmal was Süßes. Mach's gut, schlaf schön. Ja, wir schlafen zusammen. Schlaf gut. Tiny Pete's ready for some tiny rest.